Hey Kinners, was geht bei euch ab? Ich wollte eben Valorant spielen und es ging einfach nicht, denn bei mir kam folgende Nachricht. Mein Vanguard Anti-Cheat sei angeblich nicht initialisiert. Auch nach diversen PC-Neustarts ist nichts passiert, somit habe ich mich geschwind damit beschäftigt und habe für euch die Lösung. Sie besteht aus zwei Optionen. Erstens, ihr guckt, dass euer Grafikkartentreiber aktuell ist. Besitzer einer Nvidia-Grafikkarte können dazu einfach GeForce Experience nutzen, alle anderen besuchen halt einfach die Herstellerseite und gucken, ob es was Neues gibt. Sobald ihr das Treiber-Update geladen und installiert habt, macht ihr den PC aus und wieder an. Sobald der PC wieder hochgefahren ist, könnt ihr Valorant testen, denn bei manchen hat bereits das schon ausgereicht. Alle anderen, und dazu gehöre ich auch, die Nachricht nach wie vor sehen, deinstallieren einfach Riot Vanguard. Also ihr deinstalliert den Anti-Cheat. Das Teil sieht so aus und heißt Riot Vanguard. Einfach deinstallieren, Computer aus, Computer wieder an. Dann startet ihr Valorant und Valorant wird den Vanguard Anti-Cheat automatisch neu herunterladen. Danach startet sich das Spiel von alleine, aber dann habt ihr nach wie vor den Fehler, denn man muss, nachdem man den Vanguard Anti-Cheat heruntergeladen hat, nochmal den PC neu starten. Und nach diesem dritten oder vierten Neustart geht dann wieder alles. So war es zumindest bei mir. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.